Hallo, hallo, hallo. Der Mero hier mit Let's Play The Binding of Isaac. Wir sind bei inzwischen 9 Mom-Kills nach 7 oder wenigen erfolgreichen Runs, was mich persönlich ein wenig überrascht hat. Es stehen noch aus die beiden Helden hier. Nein, gar nicht wahr. Judas und Maggie, so rum. Oder? Ich glaube schon. Ich guck mal ganz kurz. Secrets, wir haben It Lives, Bag of Bombs. Das ist Kane. Dann haben wir Eve auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach Maggie mit, der haben wir es auf jeden Fall noch nicht durch. Wegen der anderen Sache, ob es jetzt Judas oder Isaac war, ich bin mir gerade nicht sicher. Schöner erster Raum. Toller erster Raum. Toller zweiter Raum. Na komm. Ich habe das Spiel diesmal auch ein bisschen leiser gedreht. Das heißt, man sollte mich jetzt auch definitiv besser hören. Es war beim letzten Mal wirklich beschissen eingestellt. Vor allem, wenn diese Roms-Geräusche kamen. Weil irgendwas Roms machte halt. Oh! Geld, 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 Geld. So. Diesmal spielen wir mit Maggie. Das heißt, es wird wahnsinnig langsam. Oh Gott. Großer Vorteil mit Maggie ist natürlich, dass wir definitiv in einem Devil-Raum gut abgreifen können. Mit 4 Startherzen. Und, ja, wenn man jetzt mal von den kopflosen Reitern absieht, hat man auch mal so locker 1-2 HP-Ups. Telepilz! Schön! Oh Gott, die Schlange. Oh Gott, okay. Nehmen wir die Schlange mit. Die Schlange ist genau das. Es schießt jetzt schief. Das wird wahnsinnig nervig. Ich vermute erstmal und sage, hier ist der Geheimraum. Und ich lag falsch. Das heißt, der Geheimraum ist dort drüben auf dieser anderen Seite. Hallöchen. Im Spawn. Das ist immer was, was ich wahnsinnig angenehm eigentlich finde. Und der One-Up-Pilz. Oh. Definitiv. Schon was Gutes und ich fange schon wieder mit dem Wort definitiv an, was nicht gut ist, also sage ich mal auf jeden Fall was Gutes. One-Up-Pilz ist ganz nett, ist definitiv nett. Der Wurm hingegen ist jetzt nicht ganz so cool und wir kriegen einen Champion Duke, der nur fiese Gegner spawnt. Cool. Supi, das wird gar nicht lange dauern. Der Kampf wird... Also, genau, der Spawn statt der großen, es gibt ja nur in diesem Kampf dicken roten Fliegen und statt denen spawnt er hier unten diese Laserleuchtefliegen. Keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Ah, geh kaputt. Geh kaputt. Da hinten die Felsen sind so schrecklich nervig. Geh doch jetzt kaputt. Du Elender. Dieser Wurm macht es auch nicht gerade einfacher und diese Riesenansammlungen fliegen, die da inzwischen neben dem Duke... An, was ist denn jetzt? Ach, jetzt schickt er sie zum Angriff los. Okay. Ah, ist das nervig. Ist das nervig. Ist das... Dankeschön. So. Mit Maggie dauert alles immer so ätzend langes. Tears up. Die Welle ist immer noch schrecklich, die sie schießt, aber naja. Was will man da jetzt gegen machen? Ich hab's halt. Erstmal die roten Fliegen hier in der Mitte erledigen. Vielleicht darauf hoffen, dass die beiden Deppen da auch noch ins Feuer laufen. Dankeschön. Ich würde die Feuer aber dennoch gerne alle löschen wollen. Das könnten ja Münzen sein. So, Münzen. Münzen. Geld, 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 Geld. Da ist Geld. Geld, 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 Geld. Perfekt. Tap, 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 tap. Vor allem, wenn man sich das mal anguckt, die eine Träne fliegt aktuell wegen der Schussgeschwindigkeit links, die nächste rechts. Das ist der Hammer. Die Waffe ist echt der... Oh, Moment. Kann ich euch? Nein, ich kann euch von hier nicht treffen. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ah! Ah! Gott! Wie mache ich das denn jetzt? Komm schon. Nein, sie treffen nicht. Nein, sie treffen absolut nicht. Okay. Bop, 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 bop. Einfach dran. Einfach dran in den Nahkampf. Der Hit muss jetzt leider sein. Das Herz nehme ich auch mit. Ja, kann ich problemlos machen. Ich kriege ja über das Yum-Heart gleich noch Heilung. Oh, warum der Wurm? Warum der Wurm? Der ist
Er ist ganz nett, wenn ich jetzt noch theoretisch das Laser-Upgrade bekäme. Also nicht Brimstone, sondern wirklich Technology. Dann wird der Laser nämlich auch in so einer Welle fliegen. Und das wiederum ist verdammt cool. Aber so ist dieses... Die Schlange ein nicht gerade cooles Item. Muss man ja mal sagen. Also ich mag es definitiv nicht. Nein. Zwei Münzen für eine Bombe. Und ich kann nicht mal an beide kommen, glaube ich, mit einer Bombe. Deswegen ist es das definitiv... Ich sag's schon wieder. Oh Gott. Nein. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Es wird definitiv... Es ist schrecklich. Ich kann einfach nicht damit aufhören. Es wird den Leuten auf den Sack gehen. Es geht mir gerade selbst auf den Sack. Meine Güte. Der Luckfoot. Luckyfoot. Kanes Start-Item. Das heißt zumindest, dass wir jetzt gute Pillen bekommen. Das ist ganz okay. Das ist besser als nichts. Autsch. Jetzt müsste man theoretisch nur noch Pillen finden. Damit es sich irgendwo rentiert hat. Du bist keine Pille. Nein, du bist keine Pille. Oh, Moment, die wollen explodieren. Ihr wollt explodieren, ich sehe das doch. Hörst du auf? Denk gar nicht erst dran. Nein, 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 nein. Wenn hier einer dafür sorgt, dass du stirbst, dann bin ich das. Yum, 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 yum. Und Monstro. Bitte der nochmal... Oh Gott, was ist denn mit den Champion-Gegnern? Das ist der zweite Champion-Boss hintereinander. Der ist nicht angenehm. Ich finde den schrecklich nervig. Dieses Rumgehüpfen geht mir ein wenig auf den Geist. Okay, okay. Und wenn zwei von den Viechern dann gleichzeitig rumhüpfen und dann einer spuckt und der andere springt, dann ist es nicht gerade nett. Du bist kaputt, du bist auch kaputt. Und ich habe von geredet, die Devil-Räume. Die werden sowas von interessant. Der Nagel, der packt. Ich würde eigentlich beides nehmen wollen. Oh, was nehme ich? Der Nagel ist quasi wie das Book of Revelations. Könnte ich sowas gebrauchen? Ich brauche auch Schaden. Ich habe den Pakt genommen. Ja. Ich nehme erstmal den Pakt mit. Lass den Nagel mal noch liegen und verabschiede mich wieder. Hier oben ist der Geheimraum. Jawohl, war, wenn man so auf die Map guckt, die einzige Möglichkeit. Danke, tschüss. Nochmal verspiele ich nicht Geld beim Automaten und werde es danach bereuen. Das war nämlich... Das war so ärgerlich im letzten Run. Deswegen, da werde ich jetzt drauf achten. Hm. Stärke von 3. Das ist ganz okay. Ziel ist ja auch, definitiv nicht Satan schaffen, sondern generell erstmal Moms Heart schaffen. Denn ich habe es beim letzten Mal erwähnt, 10... Mom-Kills bedeuten den letzten Charakter und da wären wir halt nur noch einen Kill von entfernt. Mit Satan wären es natürlich, Satan schaffen wäre bombig. Das wäre wirklich grandios, aber das erste Ziel ist halt Moms Heart schaffen. Wir sind bei 9 Mom-Kills im 9. Run. Es klingt total komisch, wir sind im 9. Run quasi und haben bereits 9 Mom-Kills. Dadurch, dass... Boah, ich kann die Truhe mitnehmen. Es ist relativ früh im Spiel. Da haben sich auch Leute beschwert in den Kommentaren, warum ich nicht immer diese Challenge-Räume mitnehme. Das ist ganz einfach. Und zwar ist es in den späteren Welten meiner Ansicht nach die Gefahr nicht mehr wert, für so eine braune Kiste dann in den Endwelten die schweren Challenge-Räume... Oh Gott, Hallöchen, zu riskieren. So. Nehme er bitte dies. So, ich treffe mit diesem Ding nichts, was direkt vor mir steht. Das ist so schrecklich. So. Jawohl. Ich bin so blöd. Autsch, damit ist das eine blaue Herzchen schon wieder weg. Nein, meine blauen Herzchen. Was soll das? Meine armen blauen Herzchen. Oh, erstmal könnte hier ein Geheimraum sein. Jawohl. Jawohl, 3 Münzen. Besser als nichts, würde ich mal sagen. 4 Münzen. Noch eine Münze in dem Stockwerk und der Shop wäre auch interessant. Da wären 3 Münzen zur Not. Man könnte also auf jeden Fall mal in den Shop reingucken und dann entscheiden, ob man vielleicht bomben möchte. Oh, warum? Du bist so schnell. Das ist so eklig. Ein Schlüssel, das heißt, ich... Ja, mit 4 Schlüsseln kann ich auf jeden Fall mal in den Shop reingucken.
sehe die Map. Die Map wäre zwar ganz interessant, aber nein. Nö. Nö, 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 nö. Da warte ich lieber auf den nächsten Shop und hoffe auf ein nettes Item. Oh, Spuckwürmer. Zwei Champions. Hi. Also erstmal zur Erklärung. Ich habe das, glaube ich, noch nie erklärt. Champion-Gegner sind diese lustig farbigen, die mehr aushalten und generell mehr Schaden drücken. Und in Bossfällen noch extra Sachen haben, auf die man achten muss. Haben dann auch meistens, also die Gegner lassen auf jeden Fall ein Item fallen. Ein Random Pickup. Und das war dumm. Na komm, da oben liegt mehr. Aha, super. Ist generell, also viele Champions bedeuten viele Probleme in einem Raum. Und deswegen möchte man die eigentlich nicht haben. Oh Gott, Türme. Mit dem, oh, oh je. Ich werde sowas von keinen Spaß haben. Na komm, komm hoch. Danke. 1, 2, 3, 4. Mit 4 Oh, das ist ganz okay. Also 4 Schüsse für so einen Turm, das ist auf jeden Fall... Ich würde sagen, der Pakt hat sich gelohnt, denn jedes Damage-Upgrade aktuell ist ein gutes Upgrade. Da bin ich voll in die Kugel... Warum laufe ich in die Kugeln rein? Ich verstehe es nicht. Ich bin echt eingerostet. Ich bin sowas von eingerostet. Halbes Herz. Uah. Oh! Ich habe gerade noch von Damage-Upgrades geredet. Der große Pilz. Erhöht meine Größe. Macht mich, glaube ich, langsamer. Ich bin arschlangsam, oh Gott. Erhöht dafür aber auch, ich muss nochmal auf P drücken. Ja, er erhöht meine Stärke und er gibt mir ein extra Herz. Ist, ja, wenn man überlegt, ich tausche Speed für zwei Werte, die auf Maggie verflucht interessant sind. Zumal Maggie eh nichts an Speed hat, kann man den Tausch ruhig meiner Ansicht nach machen. Denn das, was Maggie fehlt, ist der Schaden. Maggie hat schon eine Menge Leben, warum also nicht noch weiter ausbauen? Denn mehr Leben heißt, dass ich noch mehr aushalte. Wenn ich dazu noch Schaden habe, habe ich eine Menge Leben, mit dem ich Schaden verteilen kann. Nein, ich möchte keinen Schubterbuch. Das ist meiner Ansicht nach eine verflucht gute Kombi auf Maggie. Deswegen, ja, die Geschwindigkeit könnte mir später Probleme machen. Natürlich, die könnte mir Probleme machen, aber ich bedenke, ich habe den Lucky Foot. Ich habe definitiv, ich bin in Caves 1, ich habe noch viele Chancen auf Pillen, die mir Speed geben könnten. Ich habe noch 5 Bosse vor Mom's Heart, die den Holzlöffel oder den Gürtel fallen lassen könnten. Das wären alles Speed-Upgrades. Also, so früh ist der Tausch definitiv die Sache wert. Ich glaube, in den Tiefen 2 hätte ich den Tausch nicht mehr gemacht, also wenn ich absolut nichts an Speed gefunden hätte. Denn mit der Geschwindigkeit durch die Tiefen 2 und weitere Welten ist definitiv eine Qual. So, mehr Leben. Yay! Also der nächste Devil-Raum darf dann auch gerne kommen.